So, wir sind hier am Stand von Sony und schauen uns iPad an. Und das Spiel erklären, wer hat mir die? Alice, schön laut, weil ich ja, ja. Weiß nicht, was man nachher hört. Was ist iPad? iPad ist, sagen wir mal, ein Haustier. So eine Art Tamagotchi, wenn man ja, so möchte? Ja, aber schon ziemlich besser. Okay. Also, ja. Also das ist quasi so, du kannst es jetzt imaginär anpassen. Ja. Du kannst jetzt hier, einfach mal das Kind auf. Genau. Kann ihn schubsen. Genau. Über so ein Kätzchen, ja. Wir probieren irgendwie die. Genau. Okay. Ah, okay. Ja. So, dann haben wir hier die Magic Card. Ja. Die quasi die Objekte ersetzt. Können wir jetzt hin, die gibt dir dann ein Menü. Jetzt können wir uns ein Spiel aussuchen. Du kannst Bowling spielen, Trampolin springen. Einfach so mit der Hand. Genau, mach mal. Ah, okay. Ist jetzt hier schwierig wegen dem Schatten. Ja, aber es geht. Du reißt immer drüber. Ja. Genau so. Und also Trampolin, Tennis, Karten, Seifenblasen und Bowling. Was wollen wir spielen? Bowling. Bowling? So. So. Bowling. Du musst jetzt, also die Kugel ist das Tier. Okay. Und du musst jetzt zielen. Und wenn du richtig gezielt hast, dann lässt du es einfach liegen. Einfach dann liegen lassen. Dann 1, 2, 3 und dann geht's los. Genau. Ah, okay. Genau. Das geht jetzt so, um zu wissen, ob man das tun muss, muss man quasi eine medizinische Untersuchung machen. Ja. Das kannst du ja gleich mal machen jetzt. Ja. Also nimmst du es so, genau, ja. Warten kurz. So, jetzt hast du quasi ein Röntgengerät und musst es mal jetzt über ihn, genau, so. Ah, okay. Oh, immer gerade, du musst die Karte immer zur Kamera halten. Okay. Genau. So, und jetzt mal, wenn du mit dem Plus aufs Gehirn gehst zum Beispiel und jetzt wartest kurz, weiter in die Mitte, nee, mit dem Plus, genau. So, warten. Okay, Gehirn aktiv, super. Das heißt, er kann klar denken. Ja, ganz genau. Wir haben also quasi das Gehirn genug trainiert. Ja. Jetzt, wenn du weiter vorrutschst, hast du das Herz, da kannst du gucken, ob er auch glücklich ist, ja. Du musst immer gerade, genau, immer nur verschieben quasi. Ist schwer, gleich nur das Mikro zu halten und... Ja, natürlich. Jetzt kurz runter, ein bisschen weiter runter, genau. Also ich kann das ja, wenn du magst. Ja, mach, das ist, Multitasking ist nicht mein Ding. Okay, so, also jetzt gucken wir mal, ob er glücklich ist und er ist sehr froh, das ist natürlich schön. Jetzt gucken wir auch, ob er Hunger hat. Ja, ist okay. Und er ist auch stark. So, nachdem wir jetzt diese Untersuchung gemacht haben, schicken wir das jetzt zum Arzt und kriegen dann morgen die Untersuchungsergebnisse. Ah, okay. Also wissen wir am nächsten Tag, was wir vielleicht ein bisschen noch besser machen können. Ja, also quasi man kriegt dann eine Einschätzung, ob man sich auch gut kümmert. Ah, okay, wunderbar. Da das nicht der Fall ist, du kannst jetzt überlegen, wir können jetzt was zusammen malen mit dem Tier oder das Tier duschen. Wir können auch beides machen, wir können es auch umstylen, wenn du möchtest. Hat jetzt ein das sieht schon cool aus. Das sieht schon cool so aus. Ich kann dir ja trotzdem nochmal zeigen, wie es aussieht, wenn es kein Monsterkostüm an hat. So, das ist jetzt erstmal wieder. Okay, wir müssen es auf jeden Fall duschen, weil wie ihr seht, überm Kopf ist ein Anzeichen dafür, dass dieses Tier jetzt. Langsam schmutzig ist. Hat heute ja auch schon viel gemacht, das arme Ding. Natürlich, ist ja auch die ganze Zeit am Spielen und Sport treiben. Also ich zeige nochmal kurz, das hier ist jetzt hier quasi eigentlich das Standardtier, ja? Was man dann komplett verändern kann. Also so sieht es eigentlich aus. Das Zerzaust ist jetzt normal oder weil das so? Genau, nee, so sieht das Standardtier aus. So, man kann es jetzt irgendwie, man kann auch einen Löwen draus machen, oder einen Pudel. Großartig. Also jetzt mal das Standardtier. Du kannst dann die Haarfarbe ändern. Was magst du für eine Farbe? Nehmen wir mal rot. So, dann nehmen wir mal rot. Du kannst also jetzt das Tier die Haarfarbe ändern. Du kannst auch, wie du links siehst, nur Teile des Fells quasi färben. Also der Kopf kann blau sein, der ganz Körper genau. rot und wie auch immer. Du kannst ihm jetzt tolle Sachen anziehen, wie zum Beispiel vorhin das Monsterkostüm, was super ist. Du kannst ihm aber auch jetzt auch großartig. Ein Bienenkostüm anziehen zum Beispiel. Ja? So, lassen wir jetzt mal rot mit Bienenkostüm. Ja. Also sieht herrlich skurril aus. Genau.
Aber man kann, wie gesagt, ganz viele Sachen anziehen. Wir gehen jetzt duschen, weil, wie du siehst, ist bitter nötig. Das kannst allerdings du machen, ja? Ja. Weil die Leute hier spielen, die müssen es natürlich selber machen. Natürlich. Natürlich. Dazu? So. Na, jetzt warten wir erstmal, bis es wieder die Dusche hochlädt. Okay. So. Also, siehst auch, also den Joystick benutzt du eigentlich wirklich nur, um die Sachen einzustellen. Also dann die Sachen hinterher tust du wirklich komplett entweder mit den Händen oder mit dieser Karte. Man braucht auch nur diese eine Karte, also die ist für alles ja, quasi. Und es ist ne? ja auch kein, es ist auch kein Technik drin, sondern es ist quasi, es wird einfach von der Kamera wiedererkannt. Ja. Deshalb auch, wenn du es hinlegst und die Hand drauf machst, geht es auch nicht mehr. Ah, also okay. Es ist keine Technik, es ist kein Bluetooth oder sowas, sondern es ist einfach nur Wiedererkennung. Genau. Genau, okay. Ja, genau. So, jetzt ist er nackt. Jetzt können wir duschen. Jetzt nimmst du es hier hinten, genau. Jetzt hast du Wasser. Jetzt musst du erstmal hier genau, nass machen, schön. Du kriegst ja auch Anweisungen durch Pfeile, wo genau du noch mal ein bisschen duschen musst. Ah, okay. Ja. Das Tier duscht gerne, wie man sieht. War auch sehr dreckig. Ja. So, jetzt geh rüber, musst du auf die Seife halten, bis es geladen hat. Genau so. Und jetzt musst du die Seife überkippen. Einfach mal umkippen. Nach vorne oder? Ach so, die Seite. Okay. Ja, genau. Klar. So, also Duschgel. So, jetzt kommt was Großartiges, dafür müssten wir jetzt allerdings ein bisschen das Mikrofon kurz aus der Hand legen. Ja. Weil, ja, kurz. Erklär kurz vorher was damit. Ja, wir müssen jetzt einseifen. Ah, okay. So. Ah, okay. So. Jetzt nehmen wir wieder das Wasser. Jetzt musst du wieder abduschen. So, großartig, wir sind jetzt sauber und glücklich. So, eine tolle Sache muss ich euch jetzt noch zeigen. Okay. Das ist wirklich großartig. Jetzt musst du ein bisschen malen. Ach, du Schande. Okay. Ja, also quasi so, dieses Tier kann alles nachmalen, was du malst. Egal was. Okay. Du kannst auch was schreiben. Dieses Tier malt alles nach. Es gibt jetzt hier auf dieser Version, die wir jetzt hier haben, gibt es fünf Versionen, also fünf Sachen quasi, die er nicht nur nachmalt, sondern die er dann auch noch baut und benutzt. Okay. Also quasi ein Auto. Ich zeig's dir, pass auf. Wir haben jetzt hier so eine kleine Liste, Zeichen. Also wir können machen. Du malst dieses Auto und er malt es nach und baut es dann. Modellauto, ein Modellflieger, Modellroboter, so eine Puppe, also eine Marionette und Luftballons. Nimm mal den Flieger. Okay. So, jetzt kriegst du von mir ein Blatt und einen oha, Stift oha. Und eine Anweisung, weil es gibt eine kleine Regel, damit das auch so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Ich zeig dir mal ein Beispiel. Hier. Du musst malen. Den Flügel extra, den Bug extra ja. und die Schraube extra. Okay. Und auch in der Reihenfolge. Du musst mir, tust du einen großen Gefallen, wenn du ein bisschen Platz lässt, also nicht so groß und in die Mitte malst. So in etwa wie jetzt hier. Ja, so in etwa wie hier. Und dann kommen wir weiter. Du malst mal schön. Versuch mal mein Glück. Genau. Du filmst das auch noch, das haben wir gern. Doch schon nach meinem Flieger aus. So, jetzt wird es noch witziger. Ganz stolz. Sieht besser aus als mein. So,
Und jetzt kannst du dein selbstgemaltes Flugzeug auch selber fliegen, indem du einfach auf X-Taste drückst. Aber wir warten noch, bis er aufsteigt. So, ja. Und jetzt X. Einfach drücken. Und los geht's. Einfach gedrückt halten. Ach so, okay. Genau, einfach Finger drauf. So. Es ist nicht schön, aber es fliegt. Ja, natürlich. Also man kann es natürlich dann auch noch überarbeiten, bis man sein Lieblingsflugzeug gemalt und gebaut hat. Vielen. Das wollt kaputt. Ihr nicht. Das macht nichts. Ja, ja. Wann soll Altman erscheinen? Also wir haben hier gesagt bekommen von den Entwicklern, die hier da waren die ersten Tage, dass Frühjahr nächstes Jahr. Wir haben hier auf der Karte steht Ende dieses Jahres, aber wenn die Entwickler das sagen, ist es wohl Frühjahr nächstes Jahr. Ja, okay, dann sage ich schon mal danke für die Vorstellung. Viel Spaß noch. Viel Spaß noch auf der Messe. Dankeschön.